Jeder kennt's, der 31.12. ist endlich da und was kann man sich als Pyro nichts Besseres vorstellen, als irgendwo hinzufahren, vor die Tür zu gehen und einfach den ganzen Tag lang zu böllern. Leider haben da nicht alle Spaß dran. Mittlerweile kommt es sogar immer häufiger vor, dass es Leute gibt, die sich dagegen einsetzen bzw. das Ganze irgendwie versuchen zu verdrängen und quasi ein deutschlandweites Feuerwerksverbot an den Tag zu bringen. Und wenn ihr da keinen Bock auf Stress habt, dann schaut euch dieses Video jetzt auf jeden Fall an, denn nach diesem Video ist nichts mehr, wie es vorher war. So, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf PFG und für heute gibt es mal wieder, was heißt mal wieder, das gab es bisher nur einmal. Ich werde heute wieder über 5 Tipps reden, die ich euch gebe, beziehungsweise die allgemein wahrscheinlich jeder von uns Pyros an euch weiterleiten würde. Das ist jetzt auch eher so für die Anfänger-Pyros unter euch. Die anderen werden sich denken, boah, du Lappen, ey, was laberst du eigentlich für ein Bullshit? So Pisser. Ich habe so ein Video ja schon vor einiger Zeit gemacht. Ich glaube, es ist mittlerweile schon fast 3 Jahre her. Alter, wie die Zeit vergeht. Und ja, nachdem ihr dieses Video dann mit Klicks und Likes gesegnet habt ohne Ende, wofür ich mich, by the way, herzlich bei euch bedanke, also vielen, vielen Dank dafür, habe ich mir gedacht, ich hau mal wieder so eine Art Video raus. Diesmal mit ein bisschen anderem Thema. Also es geht immer noch so um die gleichen 5 Tipps gegen nervige Leute, aber diesmal beim Böllern an Silvester. So, ihr habt schon am Titel gesehen, der erste Tipp beschreibt das eigentlich ganz gut, der Titel, und zwar ist das die sogenannte Leck-mich-am-Arsch-Einstellung. Warum Leck-mich-am-Arsch-Einstellung? Naja, sagen wir so, erstens habe ich sie so getauft und wenn ich irgendwie rede, sage ich fast nach jedem zweiten Satz Leck-mich-am-Arsch. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht um das Eigentliche. Ihr kennt das, ihr seid am Böllern und, keine Ahnung, aus dem Nachbarhaus schreit jemand raus oder es kommt jemand vorbei und motzt euch an. Dann lasst euch davon einfach nicht unterkriegen. Sagt freundlich, okay, alles cool, was weiß ich, packt euer Zeug und geht einfach ein Stück weiter. Das ist im Prinzip eigentlich, das ist eigentlich so mein Tipp Nummer 1. Deswegen habe ich ihn auch als ersten Tipp benutzt. Das ist eigentlich das, was ich eigentlich immer anwende, wenn mich an Silvester einer dumm anmacht. Das ist jetzt eher für Leute, die sich so ein bisschen mit den Leuten auseinandersetzen wollen, so, ja, wie der Titel schon sagt, so ein bisschen diskutieren wollen. Ganz wichtig, versucht dabei aber ruhig zu bleiben, ja. Es kann natürlich sein, dass derjenige irgendwie direkt aggressiv reagiert, dazu kommen wir dann aber im nächsten Tipp. Deswegen, wenn euch einer drauf anquatscht, dann versucht das irgendwie auszudiskutieren. Sagt, keine Ahnung, solche Sachen wie, sie waren doch auch mal jung oder haben das auch mal gemacht oder Silvester ist einmal im Jahr, so diese ganzen Sachen, die man da halt irgendwie einwerfen kann, also irgendwelche Argumente. Meistens ist es dann auch so, dass die Leute dann so, ja, so ein bisschen drüber nachdenken und dann auch mehr oder weniger einsehen, so gerade wenn ihr irgendwie auf dem Feld oder so seid, wo es dann im Prinzip sowieso kein Mensch stört, obwohl es ja Silvester ist, da zeigen die Leute dann tatsächlich auch irgendwann mal so ein bisschen Hauchverständnis. So, das habe ich gerade eben schon angesprochen. Es kann natürlich auch sein, dass die Leute richtig aggressiv reagieren. Das war zum Beispiel bei mir auch einmal so, dass irgendwie aus dem Fenster gebrüllt wird, was die Scheiße soll und dass die jetzt gleich die Polizei rufen und. Dann ist das ist natürlich wieder auch für Leute, die dafür gemacht sind. Ja, also ich bin wirklich so jemand, der auch gerne provoziert. Das können meine Kumpels bestätigen. Als wir nämlich vor 2 Jahren böllern waren auf dem Schulhof bei uns, da kam dann irgendwie so ein älterer Herr und meinte, ja, doch relativ unfreundlich, dass wir jetzt den Platz bitte verlassen sollen und dass da jetzt Unterricht ist und wir nur den Unterricht stören. Frage ist nur, welche Schule am Silvester unterrichtet. Ja, da bin ich dann halt auch so jemand, der dann halt mal so ein bisschen forscher an die Sache geht. Natürlich sollte man das alles vermeiden, weil das bringt nichts, wenn man die Leute, klar, wenn man die Leute provoziert, dann regt die das nur noch viel mehr auf. Das ist auch das, wo ich mich dann immer dran erfreue. Man kennt ihn. Aber das ist nicht Sinn der Sache, ne? Wenn man Leute provoziert, dann ärgert die das noch viel mehr und das eskaliert dann zu einem Riesenstreit und das muss auch eigentlich gar nicht sein. Von dem her, das ist wirklich auch einfach nur ein Tipp für Leute, die dann wirklich aggressiv reagieren oder auch sich irgendwie gar nicht beruhigen wollen. Und wenn man, wie ich zum Beispiel, Spaß daran hat, dann irgendwie die anderen Leute immer noch so schön weiter eine reinzupfeifen. Okay. Aber dieser Tipp gilt eigentlich grundsätzlich zu vermeiden. Das ist jetzt nur, weil mir die Provokation dann in dem Moment halt persönlich schmeckt. Es ist Silvester. Macht einfach weiter. Scheiß drauf, was alle anderen Menschen sagen. Es ist Silvester, es ist erlaubt. Natürlich solltet ihr euch vorher vielleicht kurz erkundigen, wie es bei euch in der Gemeinde ist, wie ihr da böllern dürft. Aber prinzipiell laut Gesetzbuch heißt es, du
31.12. 0 Uhr bis zum 1.1. 0 Uhr, also 48 Stunden, ist das Zünden von Klasse 1 Artikeln offiziell erlaubt. Von dem her, wenn ihr dann einfach auch so null Reaktion zeigt, sondern einfach weitermacht und die Leute überhaupt gar nicht beachtet, dann wird das denen nämlich auch irgendwann zu blöd und in den meisten Fällen hören die dann auch auf. Also das war bei mir zum Beispiel auch einmal so, da war ich halt schön am Böllern und irgendwie, Leute haben so irgendwie aus der Ferne gerufen, dass ich jetzt endlich aufhören soll und es ist noch nicht 0 Uhr und bla bla bla. Keine Reaktion, einfach weitergemacht und dann ist in der Regel auch irgendwann mal Ruhe. So, der letzte Tipp. Ihr merkt, das geht dieses Mal ein bisschen schneller. Liegt einfach daran, dass ich es ein bisschen schneller zusammenfasse und auch, es nicht allzu viel zu sagen gibt zu den einzelnen Tipps. Das ist auch einfach nur ein Tipp, den ich mit reingenommen habe, dass ich überhaupt 5 Tipps zusammenkriege, weil ich hatte irgendwie nur 4 und habe die ganze Zeit noch überlegt, was ich noch mit reinnehmen könnte. Aber es kann natürlich auch sein, dass ihr an Silvester böllert und jemand tatsächlich die Polizei ruft. Aber auch hier ist eigentlich, das ganze Video basiert eigentlich immer auf den allerersten Tipp, auch hier einfach wieder die Leck-mich-am-Arsch-Einstellung an den Tag legen. Weil ganz ehrlich, mit Beamten rumzudiskutieren und rumzustreiten, das bringt überhaupt nichts, wenn sie überhaupt kommen. Kann natürlich sein, dass die irgendwie sagen, sie rufen die Polizei und die am Telefon sagen dann halt einfach, ja, nö, ist Silvester, warum sollen wir da kommen, es ist erlaubt und so weiter. Das gibt es natürlich auch. Es kann natürlich aber auch sein, dass die Polizei anrückt. Das war bei mir Gott sei Dank noch nie, aber man kann ja nie wissen, es gibt für alles ein erstes Mal. Und auch da, wie gesagt, das basiert eigentlich alles auf den ersten Tipp oder auf dieses allgemeine ruhig bleiben, sich nicht aufregen, nicht irgendwie anfangen rumzudiskutieren mit den Beamten, weil die sitzen sowieso am längeren Hebel. Und ich würde mal sagen, wenn ihr das alles beachtet, dann kann es ja nur ein super Silvester werden. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Anregungen habt, noch irgendwelche weiteren Tipps, irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder einfach nur puren Hate, dann ab damit in die Kommentare jetzt. Ansonsten wünsche ich euch morgen viel Spaß beim Böllern. Lasst euch von niemandem was sagen. Es ist unser Tag. Pyrus ballert ohne Ende. Und ja, ich wünsche euch einen sauguten Rutsch und wir sehen uns dann vielleicht an Neujahr mit einem Video eventuell. Und ansonsten sehen wir uns halt wieder im nächsten Live am Mittwochstream. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Rutsch und macht's gut. Es ist soweit, es ist Pyrozeit. Highspeed Fireworks, Deutschlands Frühherz brennt über heiß. Das ist unendlich viel Spaß. Silvester und der Einkauf, jedes Jahr das Highlight. Pyroblut, Kreislauf. Es ist soweit, es ist Pyrozeit. Highspeed Fireworks, Deutschlands Frühherz brennt über heiß. Das ist unendlich viel Spaß. Silvester und der Einkauf, jedes Jahr das Highlight. Pyroblut, Kreislauf.